Alter, was geht ab, Leute? Hier. Jetzt gibt's Tacos. Taco Tuesday. Ein Zuschauer schreibt mir so: Yo, Hong, du musst dahin. Klasse Smashburger und Tacos. Ich google das dann, Google Maps. Ich so: Digga, das ist doch irgendwie so ein Physiotherapeut oder so. Er so: Ja, ja, aber die bieten auch Essen an. Ich so: Alles klar. Heute ist Dienstag, die haben Taco Tuesday. Das heißt, wir müssen an dem anderen Tag nochmal für den Smashburger her. Aber Tacos sollen sehr klasse sein. So, schauen wir mal, Leute. Das wird wahrscheinlich jeden einmal. Vegan Tacos, anders heftig auf Instagram immer. Ein Veggie, ihr wisst, Veganery, ich bin Vegan-Experte geworden seitdem. Und der Wilde hier, Chicken und Pineapple. So, ich bin gespannt, Leute. Physio ist hier irgendwo. Ich soll betonen, Restaurant tauglich. Mein Getränk. Selbstgemachter Eistee, zuckerarm. Das ist super freundlich hier, aber ein bisschen unangenehm, weil ja, wir sind hier nicht professional. Ich bin einfach so ein Typ, der isst. Also ich nehme mich selbst nicht für allzu wichtig. Deswegen immer, ja. Also ich bin nicht einer von diesen anderen Foodbloggern, die einen auf groß machen. Und ich meine jetzt nicht die YouTuber-Foodblogger, sondern die Instagrammer, TikToker. Oh mein Gott. Mein Gott. Ich habe jetzt schon gekleckert. Chicken. Den Leute. Sauergeil vorprogrammiert. Das ist geil. Vor allem, wo kriegst du das in München? Egal, der Saft tropft die ganze Zeit runter. Mein Gott, ich habe überall hingetropft. Das hier erinnert mich voll an Vietnam. Schmeckt sehr wie einfach Vorbrühe. Oh mein Gott, da gibt es noch Ding. Ich habe das gar nicht probiert. Ich kann euch sagen, Hammer. Kann man öfters essen, also jetzt nicht, also den sowieso, aber ich meine allgemein Tacos. Ich habe gerne unten in den Kommentar, ob ihr öfters Tacos isst. Das muss doch der Star sein hier, Beef. Oh mein Gott, der ganze Saft. Also ich kann euch auf jeden Fall als Tipp geben, Leute, nehmt euch 4-5 Servietten. Das ist zu viel Saft. Fleisch super zart. Außen schön knusprig. Geschmolzer Käse, geile Soße, was will man. Frische Zutaten. Bin mir nicht ganz sicher, was ich damit machen soll. Es erinnert mich an Suppe, vietnamesische Suppe, Mann. Und die sind schon saftig genug. Man braucht es gar nicht da eintunken. Ich bin leicht überfordert, weil jetzt habe ich wieder den vergessen. Schaut, Leute, das gibt's noch. Das habe ich
Bist du nicht begriffen? Bruder, Sauerei des Todes. Mein Gott. Der Letzte, der hat sich mit dem ganzen Saft von den anderen vollgesogen. Ey, ich bin überfordert. Es ist zu viel Soße, zu viel Saft. Alles tropft. Vegan kann auch was. Oder vegetarisch. Okay, Leute. Falls ihr euch auskennt. Wie esse ich den jetzt? Tunke ich ihn da rein? Tunke ich ihn da rein? Tunke ich ihn beides? Zu viele Komponenten, Mann. Da ist doch die Zitrone. Schmeckt's gut? Schmeckt auf jeden Fall. Gut, ey. Ich muss dann eigentlich duschen. So verschmiert bin ich. Ich habe mich jetzt dazu entschieden. Ich tunke das hier rein. Und das Pinkel. Cheers! Okay, und jetzt, Leute, was mache ich hiermit? Problem gelöst, Leute. Die hatten da so einen Wasserhydranten. Irgendwo hier ist auch Toilette, aber wir kommen von der Straße. Ich brauche einfach nur fließendes Wasser. Fazit: stark, lecker, unterschätzt. Ich denke, ich werde öfters Mexican essen oder zumindest auf jeden Fall Tacos. Das war lecker. Hat mich 100% an Vietnam erinnert. Das ist lecker. Aber leicht überfordert mit den vielen Komponenten. Wo tunke ich was rein? Zu viel Saft. Ja, es kann auch zu viel Saft geben. Aber Fleisch war saftig, Fleisch war geil, Rind war geil. Tschii. Also an dieser Stelle wahrscheinlich ein Wusch. Wir sind wieder da. Der Smashburger muss natürlich auch getestet werden. Und wer darf nicht fehlen bei Foodtruck? Tati. Aber wo ist der? Es geht ab. Es geht ab. Tati hat sich erstmal verlaufen. So, heute gibt es Burger. Let's go. Tati, der Foodtruck-Experte. Weil da drin machen die Restaurant auf. Und dann Nachmittag Kaffee, Kuchen und dann am Abend wieder. Das ist ein volles Programm eigentlich. Ja. Ja, da muss man auf jeden Fall herkommen, dann in drei, vier Wochen, keine Ahnung, Mann. Ja, cool. Ja, freut mich. Wieso, was gibt's da? Ja. Was gibt's dann? Ja. Ja, alles. Die machen hier Mittagsgeschäft, die wollen anscheinend Tacos behalten. Mittagskarte, so ein paar Gerichte, dann Kaffee, Kuchen und abends ein bisschen feiner. Ah ja, das habe ich gehört letzte Woche. Genau, jetzt schauen. Wow, wow, wow. Ja, und Ketchup Mayo, wenn ihr wollt, ja. Danke. Ich habe gerade gesagt, also Tati meinte, der sieht gut aus, tut er auch. Aber ich hatte in letzter Zeit schon ein paar sehr starke Burger. Also Konkurrenz ist stark. Blumen müssen weg, Leute, hier. Die Blumen sind im Weg. Also optisch ist er schon mal eine 1. Echt so schön, feine Zwiebeln, schöne Soße, Käse. Aber normale Tomaten. Essiggurken auch gekauft. Schön. Sieht saftig aus. Pommes ist crunchy, ja. Noch schön fleischig, so mag ich. Schau mal, was das hier kann. Ja,
So müssen wir es machen, Leute. Sehr saftig, richtig. Okay. Der ist stark, ja. Das geht nichts über einen guten Burger, guck mal. Wird sich stark an die ändern. Du bist drauf gekommen wegen den Tacos, oder? Oder? Beides. Also du wusstest eh, dass es hier Burger dran gibt, oder wie? Gibt es halt nur nicht am selben Tag. Ja. Deswegen war klar, dass ich zweimal kommen muss. Das hast du mich begeistert. Gurke nicht penetrant. Sehr gut. Alter, die Pommes sind geil, Alter. Das sind die ganz guten Pommes, Mann. Ganz guten Pommes. Das sind die mit extra Crunch. Mit extra Crunch. Das sind die besten eigentlich. Ja, schau. So ein Custer Burger. Die wollen den vielleicht nicht behalten. Ja, weiß auf jeden Fall. Wir haben jetzt bloß mega heute einen neuen Wagen bekommen. Hab ich gerade mitbekommen. Und da ist noch nicht alles hundertprozentig perfekt eingestellt, hat der Ronny heute gesagt. Es läuft alles ein bisschen anders. Deswegen hoffe ich, dass es trotzdem schmeckt. Nee, trotzdem super. Die Pommes sind geil, gell? Sind frisch aus einer Kartoffel rausgestanzt. Also, das ist keine. Macht unser Gemüsehändler. Macht die selber frisch. Das sind wir selber gemacht. Wir müssen das Bier nicht selber machen, sondern unser Gemüsehändler macht das. Verstehe. Ja, das macht er sehr gut. Na wirklich, weil der Crunch außenrum ist, das ist halt das Schwere einfach dran. Ja. Ja. Crunch außenrum, servus. Ja. Und trotzdem eine Auswahl. Und das Geile ist, die brauchen auch bloß 2 Minuten in der Fritteuse. Die anderen brauchen 4 ungefähr. Ja, 4 bis 5, ja. Ganz so viel Fett drin. Ja. Ja, ist mega. Wer ist neuer Gemüselieferant? Wie der heißt? Feldbrauch. Der macht aber bloß an Gastronomie. Den kenne ich schon, ja. Ja? Ja, ja. Und der macht so welche Pommes. Ja. Kannst du bei dem so bestellen, oder? Ja. Ehrlich? Ja. Die kommen alle tiefgefroren. Die kommen Pfeffer, ja. Ja, genau. Ja, gut zu wissen. Tati setzt wieder den hier ein. Man muss immer Kontakte knüpfen, Alter. Man muss immer up to date sein. Ich meine, ich bin ja keine Konkurrent oder so. Noch nicht. Ja, noch nicht. Wie ist dein Fazit so? Ich muss ehrlich sagen, das ist mega. Also wirklich. Super geiler Burger. Also wirklich super geiler Burger. Mit Fleisch. Vielleicht war nicht mal medium gebraten, aber trotzdem saftig, einfach geschmackvoll. Zutaten relativ einfach, aber einfach top Qualität, top zubereitet, wirklich sehr, sehr lecker. Das muss ich ehrlich sagen. Pommes waren richtig gut. Und, weiß ich nicht, also auf jeden Fall Top 3. Definitiv Top 3. Also in München.
Der versteht, was ich meine. Haben wir einen Ärger? Immer doch. Das war's von mir und Tati und dem Foodtruck. Burger stark, nicht ganz on top, aber sehr solide, sehr guter Burger, kann man immer wieder gerne. Problem ist, der ist nicht so zentral, aber falls man in der Gegend ist und die wollen ein Restaurant aufmachen, aber irgendwie Burger nicht übernehmen, sollten sie aber auf jeden Fall. Und Latino, Mexican Food, auch interessant, auch stark. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ist interessant und vielleicht demnächst mehr. Ich wurde auch zu so einem lateinamerikanischen Event eingeladen für nächste Woche. Deswegen schauen wir mal, was so München zu bieten hat. Und Kollegin ist gerade da mit seiner Verlobten und die ist aus Venezuela. Wir wollen venezuelanisch essen mit der als Expertin. Also ja, demnächst vielleicht mehr Latino Food. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, check die Videos auf, wir gehen auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweitkanal, der Minis. Hier ist Business und ciao.